Meiner Meinung nach haben wir einen Schritt nach vorne gemacht wieder heute, haben eine gute Aufstellung unserer Mannschaft unser Spiel durchgebracht größtenteils, phasenweise haben wir ein bisschen unkonzentriert gearbeitet, besonders was das Umschalten und die Defensive angeht. Dadurch haben wir ein paar Chancen zugelassen, aber die waren sehr rar bei den Duisburgern und in Deutschland bin ich da sehr zufrieden und auch vorstellen. Wir waren eigentlich gut vorbereitet, wir wollten aggressiv spielen, versuchen schnell zu stören und halt auch dann über Kontern nach vorne zu kommen. Aber man muss einfach sagen, da war die Bereitschaft, die ersten 60 Minuten einfach nicht vorhanden gewesen. Und man muss auch sagen, wenn wir nicht so eine überragende Torhüterin wie eine Ashley da drin gehabt hätten, dann hätte es auch deutlich höher zu dem Zeitpunkt auch stehen können. Positiv und darauf müssen wir einfach aufbauen, waren die letzten 20 Minuten. Da haben wir versucht nach vorne zu spielen, wir hatten versucht da auch ein bisschen Druck zu erzeugen, wir haben sogar zwei, drei Chancen uns erspielt, haben auch ein sehr schönes Tor gemacht, nur alleine ein schönes Tor zu machen, reicht nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Man hat ja während dem Spiel gesehen, dass eine Elite massivste Probleme dort hatten und auch eine Rüdiger-Zingis im Zentrum Probleme hatten. Wir wollten halt umstellen auf einen 4-4-2 zurück und haben uns dann wieder halt auf eine Steffi Weichel, die zwar eine gelernte Stürmerin ist, keine Frage, aber uns halt in den letzten Wochen im Defensivbereich über ihren Kampfgeist, über ihren Willen absolut positiv überzeugt hat, auch heute. Wo wir halt einfach Kämpfer nachher am Schluss brauchten, war sie denn da. Und wie gesagt, Ruid war sehr unglücklich in ihrer Spielweise und Nicole Balecki hatte sich zum Teil auch deutlich besser nach vorne aktiv da erzielt. Und halt im Zentrum wollten wir einfach mit einer Daria Streng nochmal neue Akzente setzen und dort einfach die Räume zuzubekommen. Und für ihr Spiel, für diese Phase fand ich auch für so eine junge Spielerin sehr positiv.